Bevorzugst du denn mehr den maskulinen oder den metrosexuellen? Herst bis deppert, Fried, mei Brün. Und wer ist jetzt der Metrosexuelle? Wie wär's mit Ichigo? Ichigo, bist du deppert? Hast du ihn im neuen Chapter gesehen? Der schaut ja urscheiße aus mit der neuen Rüstung. Außerdem, ich hätte so gern jemanden, der irgendwas mit mir gemeinsam hätte. Du beschwerst dich dauernd, du kämpfst nicht selbst. Wie wär's mit Ash Ketchum? Na weh, bitte! Der ist schon seit 15 Jahren 10. Außerdem verliert er dauernd und ich brauche schon einen Gewinnertypen und jemanden, der mich beschützen kann oder so. Das ist nicht so einfach. Weißt du was? Wir fragen einfach Kanne, ob sie dir die Karten für deinen Traumprinzen legen kann. Geh, die kann er höchstens, wenn es um Flachlegen besorgen. Hey, keiner hat gesagt, dass der Typ länger als eine Nacht bleiben soll. Also, wenn, dann will ich schon einen Typen haben, wenn der kommt, dass ich in Ohnmacht falle. Na, doch lieber nicht. Oh, eine andere Blondine. Mm. Jesus, was war das für ein Albtraum? Fairy Tail, meine Damen und Herren. Woo! So. Okay, wir machen weiter mit der Gruppe, die es vorhin gar nicht erwarten konnte, auf die Bühne zu kommen. Genauso wenig, wie viele Leute es gar nicht erwarten konnten, ins Kino zu gehen, um sich einen Film anzusehen, der mit dem, was jetzt kommt, überhaupt nichts zu tun hat. Ich darf Tumi auf die Bühne bitten, die Gruppe von Avatar. Da es sich hierbei um eine Tanzperformance handelt, möchte ich die Jury bitten, die Musik bitte abzuspielen. Ich muss Avatar Roku finden. Avatar Roku? Ich brauche Hilfe! Avatar. Roku? Ihr hört euch etwas komisch an. Hier drüben, Avatar. Ihr seht komisch aus. Ich bin es, Avatar. Prinzessin Yue, was macht ihr denn hier? Ich kann nicht lange bleiben. Ihr müsst euch vorbereiten. Zwei Kämpferinnen der Feuerprinzessin sind auf dem Weg. Tai Li und Mai. Gib acht, Avatar. Und wegen Sokka. Auf Wiedersehen, Avatar. Leute, wir kriegen bald Besuch. Was meinst du? Tai Li und Mai kommen. Mai. Ich spüre sie näher kommen. Was? Wie konnten sie uns so schnell finden? Was machen wir denn jetzt? Ich kann noch immer nicht richtig Feuer bändigen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Komm, ich zeig dir einen neuen Wasserbändiger-Move.
Und ich kann... Sieh dir mal diese coole Erdbändiger-Kombo an. Und wenn du... Versuch deinen Zorn auf das Feuer zu übertragen. Du und dein Aggress... Ich hab kein Aggressionsproblem! Versuch auch deinen Körper zu fühlen. Jeden Muskel. Und dann? Komm, lass uns Wasserbändigen üben. Aber vorher Erde. Feuer ist wichtiger. Gerade jetzt. Wenn ich Avatar wäre, wäre alles cooler. Alle Mädels würden auf mich stehen. Und ich könnte schon längst alle Elemente bändigen. Und ich hätte eine coolere Frisur. Wasserbändigen. Feuer. Siehe da, ein Trottel. Siehe da, eine... Das wird die Aufwärmübung für den Avatar. Okay, Sokka, konzentrier dich. Du hast sowas immer irgendwie hingekriegt. Erst bin ich ein Wasserbändiger, dann schmeiß ich die Erde umher. Jetzt kommt ein Feuer-Move, Move, und mit Luft krieg ich den richtigen Groove, Groove. Nun kommt ein Sockerwitz darauf, duck mich schnell vor deiner Faust, schlage hier und kicke da. Der Gewinner ist klar. Sokka, Unterstützung ist da. Erst bin ich ein Wasserbändiger. Dann erst schmeiß ich ein die Wasserbändiger. Erde umher. Dann jetzt kommt ein Feuer. Die Erde move, umher. Move, und mit Luft kommt ein Feuer. Richtige Move, 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 mit Luft nun kommt ein Sockerwitz darauf. Nun mich schnell ein vor deiner Faust. Schlage hier und kicke deiner Faust. Der Gewinner ist klar. Erst bin ich ein Wasserbändiger. Erst schmeiß ich die Erde umher. Jetzt kommt ein Feuer. Move, und mit Luft kommt ein Feuer. Richtige Move. Ja, und kommt ja nicht mal wieder. Gut geschlagen, Leute. Trotzdem sollten wir nicht auf der vollen Haut liegen. Auf geht's, ich kenne noch einige Moves, die ich dir beibringen kann. Ach ja, Sokka, ich soll dir was von Yue ausrichten. Wann hast du denn Yue? So, das war Avatar. Ein toller Film und ein tolles Cosplay. Von einem Kampf, ich glaube, dass es Kampf ist, zum nächsten, von einem Kämpfer zum nächsten. Jetzt haben wir Bleach auf der Bühne. Und ich muss sagen, endlich mal ein Anime, den ich auch gesehen habe. Bitte Satsuki als Zoe Fang auf die Bühne. Zoe Fang, Entschuldigung. Okay, ich habe den Anime doch nicht gesehen. Wir haben ja das extra nur geübt, also geprobt. Das Zeug. Aha. Ja. Dann brauche ich. Warte, Vorsicht mit dem Schwert. Dann brauche ich nur ein Ding, ein normales Mikro. Okay. Gut. Hi. Wegen technischer Indifferenzen muss ich mich entschuldigen,
der Track lässt sich leider nicht anspielen, das heißt, ich hätte es mir halt unplugged. Okay, und ich singe für euch halt von Bleach das Rolling Star von Yui. Oh, yay, oh, tsumazuita way to go, yay, yay, the roller like a rolling star. Janne? Na, super. Und ich habe für eine Sekunde gedacht, sie wäre nervös. Ja, als nächstes haben wir auf der Bühne einen Anime, von dem ich auch weiß, dass es ihn gibt und den ich auch nicht gesehen habe. Es geht hier um kleine, ich glaube, kleine Monster. Und es ist nicht Pokémon, sondern... Digimon! Genau, bitte, Digimon auf die Bühne. Hallo? Hallo und herzlich willkommen zu unserem gesetzlich angeordneten Benimmkurs mit dem einfachen Titel 12 Schritte vom Bösewicht zum Publikumstar. Ich möchte ein herzlich begrüßen unser liebes Wizardmon, das sich freiwillig gemeldet hat, unser Versuchskaninchen zu sein. Bitte einen Applaus. Nieder! Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Ich werde es an Wizardmon demonstrieren. Und der erste Schritt heißt, Freunde finden. Wizardmon, willst du mein Freund sein? Oh. Oh. Piedmon, nun demonstrier du bitte an Wizardmon. Wizardmon, möchtest du Karten spielen? Naja, also... Der Ansatz, Piedmon, war ja schon gut, aber an der Ausübung bitte üb nächstes Mal noch ein bisschen mehr, okay? Gut. Die zweite Stufe heißt, kleine Aufmerksamkeiten festigen die Freundschaft. Wizardmon, für dich. Oh. Lady Devimon, Miotismon, bitte. Du darfst meine Schuhe küssen. Zupf die!